Er ist übrigens oft zu der da gegangen. Und wann ist der Herr wieder weggegangen? Wofür halten Sie mich eigentlich? Glauben Sie, ich habe nichts Besseres zu tun, als hinter dem Guckloch zu stehen? Seien Sie doch ein bisschen konzilianter, Frau Andresen. Ich lebe von meiner Rente. Entschuldige bitte, dass ich wieder auf Ingrids Tod zu sprechen komme. So unerklärlich auch die letzte Phase ihres Lebens ist, wir suchen ihren Mörder. Ich kannte nicht mal ihre Männer. Aber lassen wir das. Weißt du, wenn man so ein Inserat aufgibt, dann kommen ja nicht nur Kunden. Sondern? Es gibt ja interessierte Herren, die ihren Mädchen die Konkurrenz vom Leib halten wollen oder noch gern eine dazugewinnen. Die Methoden sind nicht immer die feinsten. Dass ich mir sowas überhaupt anhören muss. Versuch dich zu erinnern. Was? Verletzung, Kratzwunden, blaue Flecke. Sie hatte mal ein blaues Auge, so ein richtiges Veilchen. Aber das hatte damit nichts zu tun. Sie wollte in einer Schlägerei vermitteln. Typisch Ingrid. Warst du dabei? Ich meine, hast du die Schlägerei selbst gesehen? Nein. Sie hat's dir erzählt? Ja. Wann war das? Warum haben Sie uns belogen, Herr Berger? Als ich die Zeitung gelesen habe, ist mir klar geworden, dass ich der Letzte vor dem Mörder war, der Sie gesehen hat. Ja, eben deswegen hätten Sie uns die Wahrheit sagen müssen. Wann haben Sie denn die Wohnung von Frau Hellberg verlassen? Gegen 2 Uhr. Haben Sie Zeugen für die Zeit danach? Nein, ich habe auf die Abfahrt meines Zuges gewartet. Warum haben Sie nicht in der Wohnung von Frau Hellberg gewartet? Sie hatte einen Termin. Und niemand hat Sie nach 14 Uhr gesehen? Mich haben sicher viele gesehen, nur ich kann Ihnen niemanden nennen. Das hier sind die Mittels- und Hintermänner, mit denen wir immer wieder zu tun haben. Hauptsächlich aus dem Bereich Callgirl, Modell und Hostess. Also alles, was so inseriert. Natürlich nur die, die ihr kennt. Tja, garantiert nur die. Ah, wir haben Besuch. Guten Tag, Herr Kollege Schütz. Tag, Herr Göster. Hat der Gerd Sie zur Hilfe gerufen? Habe ich, ja. Ingrid Hellberg ist vor 6 Wochen mit dem blauen Auge nach Hause gekommen. Sie selbst hat es mit einem Schlichtungsversuch in einer Schlägerei erklärt. Aber du meinst, es könnte auch jemand aus der Branche gewesen sein? Könnte man doch annehmen, oder? Na klar. Wo ist denn Martin? Der hat ein Auge auf Herrn Berger. Der wartet auf Ablösung. Ich habe das schon veranlasst. Ja? Martin. Wo ist er denn? Ins Relax. Erst ist er mit einem Taxi ein Stück Richtung Innenstadt und dann zu Fuß. Es ist nur ein Zufall, dass ich dranbleiben konnte. Gut, ich warte gegenüber neben der Telefonzelle. Das Relax gehört dem Schwole. Georg Schwole. Ah, da ist er. Der kontrolliert so einiges. Hat seine Finger überall drin. Fahr mal dahin, Gerd, gleich. Aber nimm einen Kollegen zur Überwachung mit. Okay. Kann ich mal sehen, Herr Schütz? Oh, da fällt mir gerade was ein. Herr Heimann! Heimann! Da drüben ist er rein. Na ja, und jetzt? Warten, bis er wieder rauskommt. Und wenn er gar nicht mehr da ist? Er ist drin. Glaubst du, ich hab gepennt? Das nicht. Aber während dein Adlerauge auf dieser Kneipentür ruhte, ist er vielleicht durch die Venus wieder raus. Verstehe ich nicht. Es gibt eine Verbindung. Vom Relax durch den Keller bis zur Venusbar in der Knipstadtstraße. Das habe ich von Schütz. Das haben die mal bei einer Razzia rausgekriegt. Das sind so alte Luftschutzkellergänge. Wissen Sie, Herr Köster, die Gründe, aus denen sich die Mädchen auf sowas einlassen, sind so verschieden wie die Menschen selbst. Sicher, das meistens mit Geld zu tun, aber wo ist denn das anders? Ja, wo? Ans Geld will jeder. Die Akten lasse ich Ihnen da. Und zu dem Schwole wäre noch zu sagen, das ist ein guter Organisator. Fasst selbst nichts Heißes an. Dafür hat er seine Leute. Wirtschaftlich bestens abgesichert. Die meisten Apartments seiner Damenriege gehören ihm und noch etliche Gutbürgerliche dazu.
Spirituosen bezieht er zum größten Teil von seinem eigenen Großhandel. Und die Weine sollen ausgezeichnet sein. Tut mir sehr leid, meine Herren, aber ich habe keinen Herrn Bergner gesehen. Berger. Nein, auch nicht. Geschäft geht schlecht, wie Sie sehen. Sandra Pem Anita Tuflan. Allerdings war ich die Zeit war nicht im Büro bei dem Herrn vom Finanzamt. Ich habe eine Steuerprüfung. Ist ein Herr da gewesen? In der letzten halben Stunde. Ingen. Miss Herr. Nix Herr. Tut mir sehr leid. Aber ich dachte, Sie kommen wegen dem Mädchen. Wie hieß sie doch? Die da so schrecklich umgebracht wurde. Ingrid Hellner? Ja. Und wieso dachten Sie, dass wir deswegen zu Ihnen kommen? Wenn sowas passiert, kommt die Polizei immer zu mir, obwohl ich nichts damit zu tun habe, was ich oft genug bewiesen habe. Oft schon, aber nicht immer. Schön, ich habe sich immer beweisen können, aber ich hatte nie damit zu tun. Diese Ingrid Hellberg hatte vor 6 Wochen ein paar blaue Flecke. Ja, was schauen Sie mich an? Manche Mädchen stehen drauf. Ne? Sie wissen also nichts? Nichts. Absolut nichts. Sagen Sie, die Venusbar in der Knippstadtstraße, die gehört Ihnen doch auch. Nur als Teilhaber, nur Teilhaber. Und wenn Sie dann nach dem Rechten sehen wollen, wie kommen Sie denn da gewöhnlich hin? Über die Straße, um die Ecke. Ah. Sehen Sie, hier steht immer ein Schirm, wenn es mal regnet. Guten Tag, Frau Sonnenberg. Guten Tag. Entschuldigen Sie die Störung. Kommen Sie doch rein, Herr Küster. Sie haben doch erwähnt, dass Frau Hellberg, als sie das letzte Mal hier war, einige Kartons Wein mitgebracht hat. Ja. Kann ich mal sehen? Die gibt es nicht mehr, die... Mir genügen auch die leeren Flaschen und die Kartons. Tja, ich fürchte... Kommen Sie doch am besten mit. Vielleicht noch draußen im Müllcontainer. Der müsste eigentlich schon geleert sein. Leer. Wann haben Sie die letzte Flasche denn getrunken? Das war doch eine ganze Menge. Wir haben gar keine getrunken. Ich habe den Wein weggeschüttet, den Ausguss. Herr Baumeister, Sie waren doch am Donnerstag den ganzen Nachmittag mit Herrn Rehfeld zusammen. Ja. Hier oder bei ihm? Bei ihm. Tut mir leid, ich habe keinen Besuch erwartet. Setzen Sie sich doch. Dankeschön. Herr Rehfeld, ich wollte Sie nur etwas fragen. Wann war der Herr Baumeister zum letzten Mal bei Ihnen? Hans, Moment mal, das war letzten Donnerstag. Wir haben hier gesessen und geredet. Den ganzen Nachmittag? Ja. Und worüber haben Sie geredet? Worüber? Gott, weiß ich nicht mehr. Wir haben so rumgequatscht. Du sag mal, Robby, warum hast du dich letzte Woche eigentlich nicht gemeldet? Ich habe mindestens 10-mal angerufen. Entschuldige, du hast Besuch? Und das habe ich gar nicht mitgekriegt. Lass uns mal einen Augenblick allein, bitte. Sagen Sie, Fräulein, wann haben Sie versucht, Herrn Rehfeld anzurufen? An welchem Tag? Am Donnerstag. Ich hatte zufällig den Nachmittag frei und wollte mit Robby was unternehmen. Danke. Herr Rehfeld, ich muss Sie leider bitten, mit mir aufs Präsidium zu kommen. Herr Berger, wir wissen genau, dass Sie um ca. 14 Uhr die Relaxbar betreten haben. Aber wenn ich da hineingegangen bin, dann muss ich doch auch wieder herausgekommen sein. Sind Sie ja auch, aus der Venusbar. Ich nehme nicht an, dass Gäste, die einfach einen Whisky trinken, nur zum Spaß durch die Kellergänge bis in die Knippstadtstraße geleitet werden. Sie hatten ein Treffen mit Herrn Schwole, und zwar nicht das erste. Sie haben das Recht, die Aussage zu verweigern. Ich werde es Ihnen sagen.
Also, Ingrid. Frau Hellberg hatte Schwierigkeiten mit bestimmten Leuten, weil sie sich deren Forderungen nicht beugen wollte. Und ich habe über eine private Detektei Kontakt aufgenommen zu... Zu Georg Schwole. Ja, und der hat dann gegen eine bestimmte Summe die Garantie übernommen, dass Frau Hellberg nicht mehr belästigt wird von irgendwelchen Zuhältern. Bei ihm war ich am Donnerstag vor der Abreise, aus diesem Grund. Wollen Sie damit sagen, dass Sie jetzt ein Alibi für die Tatzeit haben und dass dieses Alibi Herr Schwole ist? Ja. Wie lange wollen Sie mich eigentlich noch hier behalten? Bis Sie die Wahrheit sagen. Herrgott, noch mal, wir haben das Telefon nicht abgenommen, weil wir nicht gestört werden wollten. Also gibt's irgendeinen vernünftigen Grund, dass wenn das Telefon 10-mal klingelt, dass man dann nicht rangeht? Vielleicht hat sich Rita auch am Tag geirrt. Nein, die hat sich nicht geirrt. Am Donnerstag war ja freier Nachmittag. Ja? Wie war das? Die Mülltonnen werden jeden Freitagvormittag geleert. Ja? Und das war letzte Woche auch so. Danke. Ich werde alle Hebel in Bewegung setzen, um herauszufinden, wo Sie am Donnerstag waren. Zu Hause waren Sie nicht. Na ja, schön. Ich werde Freund Schindler nach den Adressen von allen Ihren Freunden fragen und irgendjemand wird mir ja sagen, wo Sie am Donnerstag waren. Vergessen Sie, es ist nicht nötig. Sie finden es sowieso heraus. Also ich war den ganzen Tag bei Freunden auf dem Land. Ja? Gerd, das ist gut, dass du anrufst. Du, das kannst du mir nachher erzählen. Bring einen Baumeister her, sofort, dringend. Darf ich jetzt gehen? Nein. Sie wussten spätestens seit vorgestern, was Ihre Aussage bedeutet. Er ist zufälligerweise mein bester Freund. Wollen Sie ihn schützen? Oder haben Sie ein schlechtes Gewissen? Weshalb sollte ich wohl ein schlechtes Gewissen haben? Na, ich vermute, Herr Baumeister wusste von Ihnen, dass Frau Hellberg diese Wohnung hatte und was sie da machte. Gut, dass du kommst, Gerd. Ist was passiert? Hans ist verschwunden. Das gibt's doch gar nicht. Pass doch auf. Entschuldigung. Hat sich einfach mein Auto genommen und ist weg. Außerdem hätte er heute Nachmittag arbeiten müssen. Sein Chef hat schon angerufen. Arbeitet er neuerdings? Ja, in letzter Zeit fährt er ab und zu wieder Taxi. Er wusste auch genau, dass ich mein Auto dringend selbst brauche. Wann genau ist er weggefahren? Gleich nachdem Herr Köster gegangen ist. War der hier? So vor 2 Wochen habe ich gesehen, wie Ingrid in das Haus reinging. Ich bin ihr nachgegangen. Warum? Weiß ich nicht. Jedenfalls habe ich gehört, wie sie eine Tür aufschloss und reinging. Ich habe im Treppenhaus gewartet. Dann habe ich bei der Nachbarin geklingelt und die meinte, ich hätte mich wohl in der Tür geirrt. Das Flittchen wohnte gegenüber. Warum haben Sie da nicht mit Frau Hellberg gesprochen? Ich hatte so meine Gründe. Welche? Ich fand sie zum Kotzen deshalb. Ingrid spielte ein ziemlich boshaftes und demütigendes Spiel mit den Menschen. Speziell mit Hans. War wehe, das hätte jemand bei ihr versucht. Und dann haben Sie die Sache mit der Wohnung Ihrem Freund erzählt? Selbstverständlich. Was hätten Sie denn gemacht? Mitgenommen hat er nichts. Seine Klamotten sind alle da. Die Reisetasche. Die ist auch da. Ich glaube, wir machen uns verrückt und dann kommt er zur Tür rein. Es fehlt doch was. Seine Pistole. Welche Pistole? Hans hat sie mal einem Taxifahrer abgekauft. Mit Munition? Ja. Was wollte er damit? Da musst du schon Hans fragen. Ich muss mal telefonieren. Ja? Der ist weg. Und veranlasst eine Fahndung sofort. Nach dem Wagen und nach Herrn Baumeister. Ihr Freund ist flüchtig. Inzwischen tun Sie so, als wüssten Sie bereits, dass es getan hat. Hat er es nicht getan? Vielleicht hat er auch nur Angst vor der Polizei. Sowas soll ja gelegentlich vorkommen. Könnten Sie mir sagen, wo er hingefahren ist? Nein, keine Ahnung.